Wie gut war eigentlich Diego Maradona bei der WM 1986? Er gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten, wird für seine Leistung bei der WM 86 noch bis heute gefeiert und hatte Unterstützung von der Hand Gottes. Das ist Diego Maradonas Geschichte bei der WM 1986. Zum Zeitpunkt der WM 1986 hatte Diego Armando Maradona Franco seine zweite Saison beim SSC Neapel gespielt. Die Süditaliener verpflichteten ihn im Sommer 1984 für die damals astronomische Ablösesumme von umgerechnet 12 Millionen Euro aus Barcelona. Nach einer durchwachsenen ersten Saison lief es für den SSC Neapel im Jahr vor der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko deutlich besser. Das Team von Maradona beendete die Saison auf Platz 3 und qualifizierte sich für den UEFA Cup. Der Argentinier kam dabei in der Saison 1985-86 auf 13 Tore und 5 Vorlagen. Keine schlechte Saison, aber es sah nicht so aus, als könnte der 26-jährige Argentinien zum WM-Titel tragen. Maradona selbst galt zwar als einer der besten Spieler der Welt, aber die argentinische Nationalmannschaft war zu diesem Zeitpunkt nicht gerade mit Stars gespickt. Aufgrund eines Generationswechsels nach der WM 1982 wurden unter anderem Altstars wie Mario Kempes nicht mehr für das Turnier in Mexiko berücksichtigt. Aus diesen Gründen wurde Maradona auch vor der WM zum Kapitän der Albiceleste ernannt. Die Hoffnungen des ganzen Landes lagen also auf seinen Schultern. Maradona spielte bei dieser WM in seiner eigenen Liga. Die Ballbehandlung, der Antritt, die Körpertäuschung, all das war absolut einzigartig. Die Albiceleste lief bei der WM 86 in einer Art 3-5-1-1 mit Maradona als eine Mischung aus hängender Spitze und Spielmacher auf. Das System von Trainer Carlos Bilardo war einzig und alleine auf den Superstar zugeschnitten. Bilardo unterteilte seine Mannschaft dabei klar in zwei Teile, in Maradona und in die anderen. Der Auftrag für den Rest der Mannschaft war simpel, haltet Maradona den Rücken frei. Der Kapitän war im Gegenzug für das Toreschießen und Vorlagengeben verantwortlich. In der Gruppenphase galt Maradonas Team eigentlich nur als Außenseiter auf den Gruppensieg, da sich mit dem amtierenden Weltmeister Italien noch ein richtiges Schwergewicht in der argentinischen Gruppe befand. Bereits am ersten Spieltag gegen Südkorea präsentierte sich Maradona allerdings in überragender Form. Der Spielmacher war Dreh- und Angelpunkt der Offensive und bereitete beim 3:1-Sieg der Albiceleste alle drei Tore vor. Besonders Maradonas Freistöße sorgten in diesem Spiel immer wieder für Gefahr. Zwei Treffer konnte Argentinien in der Partie nach Hereingaben so erzielen. Im zweiten Spiel gegen Italien lag Argentinien bereits früh durch einen Elfmeter zurück, doch noch vor der Halbzeit konnte Maradona aus spitzem Winkel ausgleichen. Beim 1:1 blieb es auch bis zum Schluss, auch weil Italien Maradona über den Großteil des Spiels in Manndeckung nahm und somit die Offensive der Argentinier gut im Griff hatte. Im letzten Gruppenspiel gegen Bulgarien gelang es Argentinien mit einem 2:0 den Gruppensieg zu sichern. Maradona war auch in diesem Spiel wieder der beste Mann auf dem Platz und setzte mit der Vorlage zum 2:0 Endstand einen erneuten Höhepunkt. Im Achtelfinale gegen Argentiniens Angstgegner Uruguay steigerte Maradona noch einmal seine Leistung aus der Gruppenphase. Zwar war er an keinem Tor beteiligt, aber mit zahlreichen Dribblings sowie traumhaften Vorlagen kreierte er mehrere hundertprozentige Chancen, die Stürmer Jorge Valdano liegen ließ. Trotzdem konnte Argentinien am Ende das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Als nächstes stand das Viertelfinale gegen England an. Für Maradona selbst sollte es das ikonischste Spiel seiner Karriere werden. In der ersten Halbzeit rannte Diego Maradona fast minütlich gegen die Abwehr der Engländer an, die ihn häufig nur durch Fouls stoppen konnten. In Halbzeit 2 wurde es dann kurios. Zuerst beförderte er den Ball nach einem Querschläger der Engländer mit der Hand Gottes, wie er selbst nach dem Spiel im Interview sagte, ins Tor. Nur 4 Minuten später schnappte sich Maradona den Ball an der Mittellinie und setzte zum Solo an. Er lief 60 Meter, ließ 6 Gegenspieler stehen, umkurfte auch noch Torwart Peter Shilton und schob den Ball ins Tor. Die Albiceleste gewann das Spiel mit 2:1 und ganz Argentinien lag Maradona zu Füßen. Auch wenn die Gegner anfingen, sich nur noch auf den Spielmacher zu konzentrieren, gelang es ihm weiterhin, Weltklasseleistungen zu zeigen. Im Halbfinale war der nur 1,65 Meter große Superstar erneut nicht zu verteidigen. 2 Tore steuerte Maradona zum 2:0-Sieg gegen Belgien bei. Seinen ersten Treffer erzielte er dabei mit einem wunderschönen Lupfer über den heranstürmenden Torwart.
Im Finale traf die Albiceleste mit ihrem Kapitän dann auf Deutschland. Maradona wurde in diesem Spiel meist von Lothar Matthäus und einem weiteren Mann gedeckt und diese Taktik ging zumindest in Teilen auf. Diego Maradona spielte das schwächste Spiel des Turniers und Deutschland konnte einen 2:0 Rückstand durch Tore von Rummenigge und Völler noch in ein 2:2 umwandeln. Doch in der 84. Minute schaffte es Maradona mit einem genialen Pass aus dem Mittelfeld das 3:2 durch Jorge Burruchaga aufzulegen. Wenige Minuten später war das Team von Nationaltrainer Franz Beckenbauer geschlagen und Diego Maradona war Weltmeister. Diego Maradona wurde nach dem Finale noch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit 5 Toren und 5 Vorlagen war diese Auszeichnung auch mehr als verdient. Seine Auftritte bei diesem Turnier zählen noch heute zu den besten Einzelleistungen, die je ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft erbringen konnte. Er war ein Superstar auf seinem absoluten Höhepunkt, eine Augenweide zum Zuschauen und ohne ihn hätte Argentinien trotz einer soliden Defensive keine Chance auf den Titel gehabt. Sein Tor zum 2:0 gegen England wurde 2010 nachträglich zum FIFA-Tor des Jahrhunderts gewählt. Der Hype um seine Person war durch die Leistung bei der WM unglaublich groß geworden. Der Junge aus dem Armutsviertel Lanús, der Argentinien zum Weltmeister machte, wurde zum Volksheld in ganz Argentinien. Mit dem Erfolg, der Bekanntheit und dem Geld kam Diego Maradona im Laufe seiner Karriere aber immer schlechter zurecht. Immer häufiger wurden Alkohol und Drogen sein Zufluchtsort. Ein Volksheld ist er trotz seiner Eskapaden auch nach seinem Tod im Jahr 2020 noch heute. Was sagt ihr zu Diego Maradona? War sein Solotor gegen England wirklich das Tor des Jahrhunderts? Und ist er der beste Spieler aller Zeiten? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.